Aber wir kommen zu einem anderen Thema, der den Fiqh betrifft. Und zwar die Abtreibung derartiges. Die Abtreibung und die Ahkam bei Fehlgeburten. Die Abtreibung hat, können wir grob in zwei Bereiche einteilen. Die Abtreibung nach 120 Tagen, das heißt nach der Beseelung des Menschen, die ist mit Konsens der Ahlul Ilm nicht erlaubt. Unumstritten, dass das nach 120 Tagen nicht mehr erlaubt ist, denn das ist Mord. Das ist eindeutiger, unbestrittener Mord. Und daher ist das nicht legitim. Dann die zweite Situation wäre vor 120 Tagen. Vor 120 Tagen ist die größte Mehrheit der Ulama auch der Auffassung, dass es nur in gewissen Situationen erlaubt ist. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Und zwar Punkt Nummer 1, legitim in den ersten 40 Tagen. Erste 40 Tage seit dem Verkehr mit der Frau. Danach illegitim. Das ist der Madhab der Hanabila. Das ist der Madhab von Ahmad ibn Hanbal. Oder anders ausgedrückt, das ist der offizielle Madhab. Es gibt natürlich andere Auffassungen innerhalb des Madhab, wie von Ibn Aqil. Ibn Aqil ist der Auffassung, dass es auch nach den 40 Tagen, vor den 120 Tagen erlaubt ist, aber das ist nicht der offizielle, anerkannte Madhab. Das heißt, die Fatwa richtet sich nicht danach. Punkt 2, nur mit triftigen Gründen erlaubt. Nicht grundlos, das ist der Madhab der Hanafiya, also vor 120 Tagen. Bei den triftigen Gründen, was dazu zählt, das muss man in ihren Quellwerken nachschlagen. Drittens, Makruh in jeder Hinsicht. Das ist die Auffassung von Ali ibn Musa, von den Hanafiya, einige der wenigen der Malikiya, und das ist eine mögliche Aussage bei den Shafi'iya. Und dann gibt es eine Aussage, verboten selbst vor 40 Tagen. Und das ist der Madhab, die offizielle Auffassung der Malikiya. Also, kurz gefasst, nach der Mehrheit nochmal, nach der Mehrheit der Ahlul Ilm, ist es nach 40 Tagen nicht mehr erlaubt, denn das Leben dieses Kindes ist auf dem Weg und es ist vorbereitet dafür. Es ist vorbereitet dafür, sich zu einem vollständigen Lebewesen zu entwickeln. Und deswegen habe ich ja den Hadith bei Muslim vorher schon genannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nach 42 Tagen wird der Malak ausgeschickt, um ihn zu formen. Er ist noch natürlich nicht komplett ausgeformt, aber man sieht die Umrisse bei ihm. Also von daher stellt sich dann auch eine andere Frage: Was ist, wenn man eine Fehlgeburt, wenn es eine Fehlgeburt gibt? In Bezug auf die Al-Janaza, das Waschen des Kindes, das Gebet, der Al-Kafan. Wie ist das hier? Hier sagen wir, also wir richten uns einfach hier an die Beseelung. Nach der Beseelung wird all dies gemacht. Das Kind wird bestattet. Es wird also eine Waschung, wenn das ist wahrscheinlich nicht möglich. Besonders wenn es direkt nach 120 Tagen geschieht, dann macht man das nicht, aber man begräbt es. Man begräbt es und das Salat al-Janaza wird auch gebetet. Alles, was davor ist, da werden diese Prozesse nicht gemacht. Es wird weder gebetet, noch wird es bestattet, noch wird es gewaschen oder so.